So, und es geht direkt weiter. Wir probieren jetzt mal gleich, wie war das, 6474 hier am Pult einzustellen, wie das im Drehbuch stand, beziehungsweise in der Lösung gerade stand. Und dann werden wir jetzt gucken, wie weit wir kommen. So, wie immer das ewige, ewige, ewige Laden. Ich pack's nicht mehr, ey. Das nervt richtig krass. Also mit der Zeit, vor allem wenn man jetzt so lange wie ich spielt, dieses ständige Laden geht schon auf den Keks, ja. So, weiter. Jetzt gucken wir mal 6474. Jetzt muss ich allerdings im Drehbuch halt nachschauen, wie das war, ne? Raus. Hat er wieder Zeit zum Laden? Kein Problem, mache ich doch gerne. Damit du laden kannst, gehe ich öfter hin und raus. Drehbuch. Da steht wie. Ja, wie oft willst du dich noch wiederholen? So. Der Hintergrund muss wie auf Seite 6 sein. Okay, das Blaue. So, die Menschen müssen wie auf Seite 4 sein, also der Kleine muss in Richtung Eltern rennen wollen. Conroy muss wie auf Seite 7 sein. Okay, High Five. High Five Conroy. Doch, Conroy. Conroy, wie heißt der? Irgendwie sowas. 6474 war das letzte, das waren die Basilen. Okay, mit den leuchtenden Augen. Perfekt. Probieren wir gleich. Ihr müsst mir verzeihen wegen meiner komischen Stimme und Nase. Ich bin ein bisschen erkältet, aber. Bisschen genervt bin ich gerade auch, weil ich habe versucht, mein Handy zu flashen und ist einmal fehlgeschlagen. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt nichts schiefgegangen ist, weil ich voll Idiot habe, kein Backup gemacht. Weil es eigentlich bis jetzt immer funktioniert hat. Und einmal macht man kein Backup und dann. Naja, egal. Jetzt warte ich, es lädt noch bei Odin. Leute, die sich damit auskennen, werden bestimmt wissen, wovon ich rede. Genau, okay. So, die. Ah, oh, was für ein Glückstreffer. Und Conroe muss wie dieser High Five, genau. Und der war mit den leuchtenden Augen. Wo war das? Da war es hier. Genau. Ja. Trial and Error. Gut, einen Erfolg habe ich freigeschaltet. Wir gehen jetzt mal auf die Bühne und gucken, ob die Luke offen ist. Müsste ja eigentlich jetzt sein. Zur Bühne. We don't need no diamond rings. Kennst du nur ein Lied von K1 und Victoria Swarovski? Swarovski. Muss eigentlich sagen, gefällt mir eigentlich ganz gut. Na egal. Ich schweife ab, wir sind hier beim Let's Play. So, da hinten Falltür. Hä? Ich bekomme Egal. diese Falltür so nicht auf. Ja, toll. Es hat doch aber Crack Crack gemacht. Was auch immer, was kann man jetzt hier noch machen? Daumen hoch. Conroy scheint gut drauf zu sein. Läuft bei ihm, hä? Ich war das nicht. Was ist gerade passiert? Herr scheiß Senioren. Ah, die Tür ist offen. So, dann gehen wir mal runter. We don't need no diamond rings. Ba-da-ba-ba-ba-ba-da-ba-bam-bam. Dieser scheiß Igel, der geht mir so auf den Keks, das ist unglaublich. Genau, hast du nichts Besseres zu tun, du Mongo-Kopf. Spaß, Alter. Der regt mich, ich schwöre, der regt mich auf. We don't need no diamond rings. Jawohl, wir haben es geschafft. Oh, da ist es. Ich habe dich gefunden.
Phosphos? Nein, Phosphos, keine Angst, ich bring dich zurück zu Convoy. Wurzelwachs, warum funktioniert dieses verdammte Ding nicht? Dieser dämliche Trottel hat es bestimmt kaputt gemacht. Krass. Sie meint ganz bestimmt nicht mich. Wenn ich diesen verblödeten Idioten wiedersehe, werde ich ihn umbringen. Hoffentlich meint sie nicht mich. Er scheißt sich in die Hosen. Okay, dann holen wir es mal. Ich könnte versuchen, es mir zu schnappen. Boah. Deshalb sind wir hier. Huck, hör auf rumzualbern. Ich muss mich hier konzentrieren. Ah, fuck. Da möchte ich dann lieber nicht stören. Also sie darf mich nicht sehen. Die Taube verrät mich. Und er redet aber so laut, dass sie mich eigentlich hören müsste. Naja, egal. Was machen wir jetzt? Regal. Nur nutzloses Gerümpel. Super. Ah. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Ja, wie denn dann, Mann? Was habe ich denn da? Alkohol? Der Anblick beunruhigt mich. Alkohol habe ich da. Stöpsel, Feder, Kescher. Kann ich nichts machen, oder? Flipp nicht aus. Ernsthaft, hör auf. Oder ich besorge dir eine Rolle in Conroys bescheuertem Mechaterstück. Hey, das Stück war noch super. Conroy hat wochenlang daran schreiben lassen. Was für eine Banause. Du. Aufgeplatzter Sack. Hier auf dem Etikett steht Konrads Spezialkleber. Mit Lösungsmittel mischen, gut schütteln und loskleben. Pass auf, dass ich dir nicht eine klebe, Alter. Viel mit Lösungsmittel? Wir haben aber kein Lösungsmittel. Huck, das ist die letzte Warnung. Wenn du jetzt nicht still bist, mache ich mir heute Abend Taubenragout. Ich gehe da lieber nicht hin. Sonst kommt sie noch auf die Idee, Novizenragout zu machen. Jetzt wartet mal. Wir brauchen... Alkohol könnte doch auch als Dünger... als Lösemittel dienen, oder nicht? Ottiliens Schnaps ist mindestens so gut wie Lösungsmittel. Ja, denke ich mir auch. Schütteln sollen wir noch, ne? Dann tun wir mal den Deckel drauf. Und dann schütteln wir mal. Der Korken passt genau. Schüttel. Einmal gut schütteln. Jetzt habe ich Kleber. Läuft bei dir. So. Und jetzt? Nix. Jetzt weiter, Alter. Wartungspult. Da sind aber viele Hebel. Okay, der Finger von Conroy ist weg. Lass mal hochschauen. We don't need no diamond rings. Okay. Was machen wir jetzt mit dem Trottel? Können wir wieder so einen Finger machen? Ja, Hand. Damit kann man nichts machen. Damit kann man nichts machen. Geben wir mal das Trinken in die Hand. Ich mache ein bisschen Kleber an die Hand. Das war ja Kleber, bestimmt. Ja, okay, was war auch richtig anscheinend. Machen wir einen Philosoph, geben wir ihm die Feder in die Hand. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, war ja auch mehr ein Witz eigentlich. Das können wir ihm in die Hand geben. Der Kescher klebt ihm jetzt in der Hand. Okay. Cool. Da. Gut, dann gehen wir mal wieder runter. Guck mal, hier können wir ja nichts mehr machen. Der flippt schon wieder aus.
Oh, das war der falsche Das sind Knopf. aber. Ah, war richtig. Ah, nein, so ein Scheiß. Wer kommt denn auf sowas? Hätte ich nicht aus Zufall auf diese Hand gedrückt mit dem Kleber, wäre ich, glaube ich, niemals drauf gekommen. Was wird das, wenn's fertig ist? Ich, habe dir das Phosphos abgejagt. Fast. Wow, ich bin so beeindruckt, dass ich dich jetzt ignorieren werde. Die ist halt ganz schön fies, ne? So nebenbei. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie du Conroys Anhänger stiehlst und, Dieses Phosphos wurde von meinem Vater gebaut. Conroy hat ihn bestohlen. Aber das würde Conroy nie tun. Wie naiv bist du eigentlich? Tja. Komm schon. Bitte. Vielleicht klemmt es ja nur. Warum leuchtet es nicht? Warum weinten die jetzt? Hey, nicht weinen. Ich weine, wann ich will. Oha, warum flippst du gleich so aus, Mädchen? Wenn es leuchten soll, musst du nur... Schau mal. Gib das her. Ja, schlag mich gleich. Ich flippt aus, ey. Ich hoffe, du siehst das hier. Es tut mir so leid, meine Kleine. Ich hatte keine Ahnung, was Conroy vor... Was ich jetzt sage... Dich... Ohne die Flöten... Es ist die... Conroy aufzuhalten. Laura... Muss die... Wir haben keine Zeit. Im Wurzelwald. Die versteckt sich im Wurzel... Um den Wind zu retten. Kümmert euch weiter um die anderen. Remi Nepo, alter Freund, was wird das hier? Ein kleines Andenken. Wachen, in die Kammer mit ihm. Laura! Das wird mich für immer an den schönsten Tag meines Lebens erinnern. Was für eine seltsame Nase. Was hat Conroy getan? Er hat gelogen. Lobe! Ausgezeichnete Arbeit, mein Junge. Ohne dich hätten wir sie nie gefunden. Elender Mistkerl! Was hast du mit meinem Vater gemacht? Ich weiß genau, was... Wache! Sagt, dass dich das Phosphos an den schönsten Tag deines Lebens erinnert. Es tut mir leid, dass du es so erfährst, aber für sowas gibt es einfach keine Grußkarten. Der ist für richtig, also, richtiger Robert, Wichser. Komm her, wir wissen doch beide, dass du alleine nicht zurechtkommst. Nein, ich meine ja, ich meine, ich komme zurecht. Ist okay. Was denn für ein... Ich brauche diese Flötennase. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt nochmal zurückkommt. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich habe auch nur von seiner Nase gesprochen. Krass, wird dem jetzt die Nase abreißen, oder was? Was genau suchen wir denn hier? Mein Vater hat in der Aufzeichnung doch vom Wurzelwald gesprochen. Hast du nicht zugehört? Naja, ich war ein wenig abgelenkt von den Schreien in Asposan und den Basilen. Ja, wäre ich auch, ey. Der Ort, an dem er die Aufnahme gemacht hat, muss irgendwo hier im Wald sein.
Aber der Wurzelwald ist riesig. Und unheimlich. Irgendwo müssen wir doch anfangen. Willst du nicht wissen, was es mit den versteinerten Flötennasen auf sich hat? Naja. Sag ich doch. Also los. Oh nein, ja, mein Akku ist fast leer. Wollte ich auch gerade sagen. Na dann mal los. Ja, mein komisches Viech hat meine Puppe. Da ist eine Falle. Wo? Oh ja, ich weiß. Ich wollte nur, Na gut, Flötennase. Ich suche einen anderen Zugang zum Wald. Du bleibst hier, rührst dich nicht und vor allem fasst du nichts an. Wir wissen nur, dass du nur bestimmst. Als würde ich das mit der Falle nicht alleine hinkriegen. Ja, gut. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von The Inner World. Bis gleich.